Moin Leute, heute sind wir hier wieder am Kino und das hier ist Toni. Hey Leute. Und wir werden heute gemeinsam Süßigkeiten mal wieder versuchen reinzuschmuggeln ins Kino. Und dafür müssen wir uns erstmal die Tickets holen. Also, los geht's. Los geht's. Hallo. Wir würden gerne Tickets kaufen. Aha. Zwei, um genau zu sein. Zwei Tickets, bitte. Zwei Tickets? Ja, genau, richtig. Zwei Tickets, bitte. Und was wollt ihr schauen? Garfield? Garfield gibt's nicht. Ihr schaut Trolls. Trolls? Wie jetzt? Garfield gibt's nicht. Was soll das denn heißen? No Tickets. Und ihr schaut mir aus, als würdet ihr Süßigkeiten reinschmuggeln. Was? Nein. Was? Nein, hat mir gar nicht vor. Ihr dürft Süßigkeiten nicht ins Kino mitnehmen. Es werden die Süßigkeiten nur hier im Kino gekauft. Okay, gar kein Problem. Na, wir hatten das eh nicht vor. Wir wollen jetzt sowieso Süßigkeiten kaufen, geht Popcorn kaufen. So, red mal. Tschüss. Okay, bis später. Ciao. Dankeschön. Stellt uns einfach, wir würden Süßigkeiten schmuggeln, Roman. Alter, die sind hier richtig streng. Schau dir das mal an. Wir bitten um Verständnis, dass keine Speisen und Getränke mit auf Kinoebenen genommen werden dürfen. Vielen Dank. Oh Mann. Okay, das heißt, die sind hier wirklich streng. Okay, wir sollten uns echt was kaufen gehen, glaube ich. Könnte ja sein, dass die Preise gar nicht so hoch sind. Und vielleicht stellen wir uns einfach nur an. Vielleicht müssen wir nicht mal was reinschmuggeln. Echt so. Alter, wie ist denn der so schnell hier hochgekommen, Mann? Wie arbeitet der hier an allen Schaltern? Naja. Hallo, wir hätten gerne Süßigkeiten für den Film. Also ich würde mal so einmal M&M's nehmen und Haribo und so Chips. Ja, kann ich noch Knickknacks haben? Knickknacks? Und Nachos, wir brauchen unbedingt Nachos. Ja, und können wir vielleicht noch ein Bounty haben? Oder kann ich auch noch so eine Erdnuss-Flips? Und ein Snickers, bitte. Können Sie vielleicht doch noch die Chips da oben mitnehmen? Ja, genau, die in der Mitte. Und dann, warten Sie, das Spielzeug hier? Das hier? Ich hätte gern Dory. Hä, ich hätte gern ihn hier. Das ist Lightning McQueen und Rusty bitte auch noch. Und genau, das wär's dann. Aber jetzt haben wir gar nicht alle. Oh, so ein Brausebecher, den nehmen wir jetzt auch noch. Die sind mega mit. Gut. Okay. So. Okay, genau, das hätten wir gerne alles. Was ist das? Oder willst du noch einen Kaffee oder sowas? Nee, ich glaube, das passt so. Ich glaube auch, dass es passt. Also, was macht das? Das macht 1222,70 €. Oh, 1222,70 €? Das ist viel zu viel, Mann. So viel Geld haben wir gar nicht. Oh. Ihr habt hier ganz viel gute Chips. Ihr habt Dory, Dory von der Special Edition. Ihr habt Nachos, ihr habt Rusty, ihr habt den sauren Becher. Das ist alles hochqualitativ. Natürlich kostet das so viel. Das ist sogar billig. Okay, okay, okay. Also im Supermarkt kostet das nicht so viel, Leute. Also ich glaube, wir stornieren das. Also das ist schon in Ordnung. Danke. Und wer soll das alles aufräumen? Danke. Du, ciao. Danke, ciao. Alles zu viel. Oh Mann, Leute, was ist denn Kino ohne Süßigkeiten? Jetzt haben wir gar keine, das ist viel zu teuer. Wir müssen engen Film schauen und können kein Zeug snacken, keine Chips, oder keine wir Haben. Haben doch extrem viele Süßigkeiten. Wo hast du das her? Also, ich bin nämlich so schlau gewesen, dass ich schon gewusst habe, dass uns Süßigkeiten fehlen werden. Deswegen habe ich dort auf der Toilette einfach welche versteckt. Und jetzt haben wir hier überall Süßigkeiten. Oh mein Gott! Okay, jetzt ist es aber nur noch wichtig, dass wir am Wärter vorbeikommen. Und dafür brauchen wir wieder verschiedene verrückte Wege, um an ihm vorbeizukommen. Und ich habe da sogar schon als erstes eine Idee, wie wir an ihm vorbeikommen können. Und was mache ich jetzt mit der Tasche? Ich glaube, der wird da einfach reinschauen, Roman. Nicht ganz. Wenn wir dich anders verkaufen. Und zwar, du bist nicht einfach nur jemand mit einer Tasche, sondern du bist ein Superstar. Okay? Obviously. Und dafür haben wir hier einmal ein Paparazzi-Licht. Das heißt also, so sieht es dann aus, als ob ich so gute Bilder von dir mache. Ach so. Weil ich habe nämlich auch eine Kamera dabei. Dadurch tun wir so, als ob du einfach ein Superstar wärst und ich mache die ganze Zeit Fotos von dir. Ah, das ist richtig smart, Leute. Okay, dann müssen wir aber alles hier reinstopfen. Nimm einfach so viel wie möglich mit. Ich denke, das wird der Wärter auf gar keinen Fall checken. Los geht's. So. Okay. Oh yeah. Oh, hi, hi, hi. Guten Tag. Wir machen hier gerade einen riesengroßen Instagram-Channel. Das ist Toni Di Macaroni, italienische Designerin. Schauen Sie sich das an. Das hier ist eine italienische Handtasche. Mhm. Feinste Seide und
unglaublich beliebt. Deswegen, wir haben hier ein Fotoshooting vor Ort mit dieser Designer-Handtasche und das ist alles abgeregelt. Schauen Sie mal, hier sind auch unsere Tickets. Aha. Genau, ja. Und wir würden gerne reingehen. Aber die Handtasche, die ist von Ihnen designt? Extravagant. Sag ich mal, die ist richtig hübsch. Ja, hübsch, sehr hübsch. Aber passen Sie auf, die geht schnell kaputt. Die kann schnell kaputt gehen. Aus schwerem Material gemacht. Ja. Oh, ja, die ist sehr schwer. Aha. Aber passen Sie auf. Oh nein! Was soll das denn? Raus mit euch! Oh, oh, Korrektion! Okay, die nächste Idee ist idiotensicher. Niemand kann einen Nerd kontrollieren. Deswegen haben wir unsere Mathebücher mitgenommen. Nur, die haben tatsächlich den Thrill, dass da drinne noch ein bisschen Platz drin ist. Bei Toni sogar noch mehr. Leute, schaut euch an, ich habe das richtig Tetris-mäßig hier schon angeordnet. Kann ich hier noch so ein paar Haribo mit dazu stopfen? Dann klappe ich das einfach zu. Und als ob der Typ unsere Bücher kontrolliert. Niemals, Leute. Also ich kann leider nicht so viel mitnehmen, aber dafür Toni. Ich bin mir aber relativ sicher, dass das wirklich idiotensicher ist. Das funktioniert immer. Also einmal hier das Buch zugemacht, Brille auf und auf geht's ins Kino. Schauen wir uns mal was Schlaues an, Leute. Meine Parabel hat gesagt, dass wir hier richtig sind. Halli, Hallöchen. A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Ich liebe ja Mathe. Und das ist Mathe-Toni. Und ich bin Mathe-Roman. Und wir lieben Mathe. Dann haben wir auch unsere Mathe-Bücher dabei. Das heißt, der Film pädagogisch nicht so wertvoll ist, dann lesen wir einfach. Genau. Und wir haben auch hier sogar unsere Tickets gekauft. Ah, sehr gut. Und ihr wollt im Kino lernen? Wir wollen Na klar. immer lernen. A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat und D Quadrat. Genau, und die Wurzel nicht vergessen. Und jetzt singen wir das Lied von Pi. Pi. Alles gut. Geht rein. Oh, okay. Viel Spaß. Aber wenn wir wieder da sind, dann berechnen wir den Radius aber zusammen. Und dann lernen wir das gemeinsam. Genau, wir sehen uns. Fängt an, auf geht's schnell, müsst ihr sagen. Okay, danke Ihnen, ja? Oh Gott. Alter, das hat ja so gut geklappt, Mann. Eieiei, die Mathe-Idee oder die Mathe-Strategie funktioniert einfach immer. Niemand möchte sich mit Nerds anlegen und mit ihren Mathematikbüchern. Das bedeutet für uns, dass wir jetzt die Süßigkeiten hier ins Kino mit reingebracht haben. ich habe jetzt leider nicht viel. Eine Haribo-Packung und drei Duplos. Naja. Also ich habe auch nicht so viel, aber immerhin einiges an Mauam und diesen Karamellriegel hier. Außerdem haben wir leider nichts zu trinken reinbekommen, weil wir hatten ein bisschen Sorge, dass er tatsächlich unsere Rucksäcke kontrolliert. Hat er jetzt nicht gemacht, aber es gibt da noch eine andere Möglichkeit, wie wir sogar noch mehr Süßigkeiten hier ins Kino reinbekommen. Los geht's! Wenn du Sorgen hast von einem Mitarbeiter, dann sei einfach selber der Mitarbeiter. Oder sei die Managerin, Leute. Denn wir haben uns jetzt einfach mal verkleidet als die richtigen Besitzer von diesem Kino. Und damit machen wir den Kinowärter zu unserem Mitarbeiter. Und dann können wir garantiert alle Süßigkeiten reinschmuggeln. Die Idee ist wie folgt. Ach, wir zeigen es euch. Kommt mit. Hallo. Hallo, guten Tag, Kollege. Hallöchen. Ja, genau. Ich bin die Managerin von dem Laden hier. Ja, und du kannst dich echt glücklich schätzen, weil jetzt ist Schichtwechsel. Der gute Kollege übernimmt jetzt. Kein Problem. Genau, ja. Richtig. Ich mach Ticketkontrolle hier. Was ist denn mit deiner Uniform? Du hast deine Uniform gar nicht an. Wir kommen aus einem anderen Bereich. Das da kriegen wir Pullover. Das ist die neue Uniform. Genau, die neue Uniform. Wenn Sie das sagen, dann gehe ich jetzt in die Pause, ja? Genau. Ja, ruh dich aus, Mann. Gehen Sie in die Pause, jawohl. Ne, machen Sie. Ciao. Und du, passen Sie bloß auf, dass niemand hier was reinschmuggelt. Nee, keine Süßigkeiten, auf gar keinen Fall. Pause also. Wie lange haben wir jetzt Zeit? Jetzt wollen wir schlafen. Okay, also, der Plan geht auf. Er ist einfach eingeschlafen. Ach, jetzt ist es leise daran vorbeischleichen. Genau, und wir nehmen alle Süßigkeiten einfach in der gesamten Box mit. Das wird so gut. Bist du bereit? Shh. Aber vorsichtig, er darf nicht aufwachen, okay? Okay. Was passiert hier denn? Was macht ihr denn? Gar nicht rennen, Roman, rennen! Nein, hier ist ein Unfall gewesen, ein Arbeitsunfall. Was soll das denn? Ich dachte, das sind meine Kollegen. Das sind doch unsere Süßigkeiten. Oh
Naja, als Piraten werden wir erstmal nicht erkannt, weil ich habe das Gefühl, er kennt uns inzwischen schon ein bisschen. Aber als Piraten hat er uns bisher noch nicht gesehen. So, und mit einem Schwert kommt man eigentlich auch immer am besten in ein Kino rein, weil dann können wir ihm drohen. Okay, nicht unbedingt. Aber was wir machen können, ist jetzt erstmal Süßigkeiten in unserem Kostüm zu verstecken. Dafür habe ich schon eine coole Idee. Zum Beispiel deinen Hut. Genau. Findest du, das kann man sehen? Ja, das kann man sehen. Hier, nimm mal das. Das ist perfekt. Okay, kannst du mir noch mehr reinmachen? Ja, klar. Und Leute, kennt ihr diese Teile? Ein richtiger Pirat hat doch immer seine Goldmünzen dabei. Genau, wir haben nämlich immer unser Gold dabei. Und zwar nicht nur in unseren Hüten. Schau mal, man sieht das gar nicht, wenn ich stehe. Hey Toni, findest du, man sieht das, wenn ich stehe? Ja! Also ich denke, das wird schon passen. Also ich habe hier ein paar Süßigkeiten drin und dann noch ein paar Marshmallows in mein Gürtel hier oder... Oh nein, ich habe eine Idee. Meine Ärmel sind riesengroß. Da kann ich auf jeden Fall ein paar Marshmallows reinplatzieren, ohne dass es wirklich auffällt. Toni, hauen wir mal hier ein paar Süßigkeiten rein. Hauen wir mal noch so ein Ballisto, so ein ganzes Ballisto-Ding? Ja. Du musst genau gerade laufen, ganz gerade. Okay, ich laufe gerade. Wir sind Piraten, okay? Das wird mein Schwert? Er wird das nicht merken. Schaut euch das an. Piraten sehen halt so aus. Wir gehen jetzt The Pirates of the Caribbean gucken. Wir wollen in den Film. Wir kommen von unserem Raubüberfall und haben ganz viel Gold dabei. Genau, wir sind nämlich richtige Piraten. Wir wollen in den Film. In den Film also. Ja. Ja, genau. Hier Gold, mein Gold. Golddublonen. Golddublonen. Ja. Das. Entschuldigen Sie. Das ist Gold. Das ist echtes Gold. Entschuldigung. Das ist hochqualitativ. Gold, das nach Schokolade schmeckt also. Gold, was nach Schokolade schmeckt, das stimmt nicht. Springen Sie mal. Springen? Springen Sie mal. Raus. Sofort. Raus. Gold also. Und warum sehe ich jetzt nochmal so aus? Also jetzt ist es sicher, dass die Süßigkeiten da reinkommen, weil du das nämlich ärztlich verschrieben bekommst, Roman. Mein Doktor hat mir nämlich verschrieben, dass ich Süßigkeiten essen muss und das ist während dem Film überlebenswichtig. Für den Blutzuckerspiegel, Leute. Deshalb haben wir hier so ein paar Atteste vorbereitet und er kann jetzt einfach mitnehmen, was er will und einfach vor dem Wärter vorbeischmuggeln. Das ist genial, Mann. Okay, worauf hast du noch Lust? So. Aber nimm mal noch hier Schnoppers mit. Okay. Schwer krank. Das wird echt hart, okay, Mann. Okay, los geht's. Okay, wir gehen jetzt ganz selbstverständlich hin. Hier, wir haben zwei Tickets für den Film. Der Herr, Sie wissen, dass Sie keine Süßigkeiten mit ins Kino nehmen dürfen. Also da bin ich mir nicht so sicher, denn dieser junge Mann hat das von mir ärztlich angewiesen bekommen. Hier ist das Attest für die Knoppers, hier das Attest für die Oreos, hier für die Chips und natürlich auch für die Marshmallows. Und Mezzomix ist auch besonders wichtig für seinen Blutzuckerspiegel. Mhm. Und ich muss auch mit reinkommen, weil ich muss auf ihn aufpassen. Der Mann ist wirklich schwer krank. Was hat der Mann denn? Blutzuckerkrankheit. Ja, Blutzuckerkrankheit. Okay. Und ich glaube, ich muss mich schon bald hinsetzen, muss ich sagen. Also wir müssen echt schnell rein. So lange kann der nicht stehen. Dankeschön. Viel Spaß. Okay, alles klar. Dankeschön. Aber nur Sie haben die Adresse. Sie dürfen nichts davon essen. Nee. Alles klar, kein Problem. Dankeschön. So eine Krankheit hätte ich auch gerne. So viel Süßes. Oh, ich war mir sicher, dass das klappt, Mann. Schau dir das an. Einfach mit offenen Karten gespielt und einfach gewonnen. Gib mal so einen Knoppers, Mann. Oh mein Gott, ich habe wirklich noch nie so viele Sachen gleichzeitig gehabt. Aber das Ding ist, wir haben immer noch nicht das Maximum rausgeholt. Egal, wir finden auf jeden Fall noch eine andere Möglichkeit, um noch mehr Süßigkeiten reinzubekommen und weniger eingeschränkt zu sein. Perfekt. Los geht's. Okay, das hier ist eine Taktik, wie man sich nicht die ganze Zeit dumm verkleiden muss, wenn man da keine Lust drauf hat. Man nimmt sich einfach eine Taschentuchbox mit und was machen wir da? Wir schauen einen richtig traurigen, herzzerreißenden Liebesfilm und da müssen wir ganz viel weinen, deshalb haben wir unsere Taschentücher dabei. Und genau da liegt der Trick. Wir werden gar keine Taschentücher mitnehmen, sondern die holen wir jetzt erstmal alle raus. Bis auf eins, das wir als Alibi-Taschentuch einfach drin lassen und den Rest füllen wir mit Süßigkeiten. Aber das wird ja jetzt erstmal alles raus. Oh mein Gott, das wird jetzt erstmal ein bisschen dauern.
Sehen wir auffällig aus? Ich denke nicht. Ach, wisst ihr was? Hau noch eine Fanta mit rein. Ich bin mir recht sicher, er wird bestimmt ein Taschentuch rausziehen wollen. Deswegen. Wir müssen so eine Schicht bauen, dass das nicht durchkommt. Dass es nicht durchkommt und dass es sicher aussieht, genau. Guck mal. Okay, Roman, los geht's. Das wird schon schief gehen. Weißt du, ich muss jetzt schon weinen, wenn ich an den Film gleich denke. Ich will das nicht. Kann sie mir gleich ein Taschentuch rausziehen? Oh danke. Wir würden gerne in den Film gehen. Oh warten Sie, ich hab doch schon. Habt ihr Tickets? Ja, natürlich habt ihr Tickets. Toni. Was ist denn so traurig? Ich glaube, wir haben die Tickets sogar drinnen vergessen. Ach, stimmt. Gehen wir bitte schnell rein, bitte. Weißt du, der Film ist so traurig. Wir fangen immer an zu weinen. Ich kann nicht mehr. Ich bin so traurig. Alle. Läuft ein Comedy-Film. Was ist daran so traurig? Das hat ja mega gut funktioniert. Gar nicht mal so schlecht. Dabei schauen wir eigentlich einen Comedy-Film. Ich weiß nicht, hat er das überhaupt bemerkt? Der hat sich nicht mal angeschaut, was da drin sein könnte. Naja, er wollte bei mir schon noch ein zweites Tempo rausholen, aber da habe ich ihm gesagt, dass ich schon eins habe. Dementsprechend können wir jetzt hier ein paar Nüsse essen. Oder unser Ballisto. Ein bisschen Fanta trinken. Oder habe ich hier vielleicht sogar noch ein kleines Pickup dabei. Das für viel weniger Geld. Also der Trick lohnt sich wirklich, Leute. Ich glaube, die Nummer zieht wirklich. Auf jeden Fall. Das können wir empfehlen. 1, 2, 3, go. I kissed the girl and I liked it. Na, 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 na. Okay, ihr versteht, was wir machen. Wir sind auf jeden Fall eine Band, okay? Und jede Band kommt überall kostenlos rein. Insbesondere, weil wir hier auftreten. Und Bands haben auch immer ihre Gitarren dabei. Und in Gitarren ist so richtig viel Platz. Außerdem müssen wir selbstverständlich immer unsere Lippen, beziehungsweise du musst deine Lippen immer mal wieder nachschmieren. Und dafür haben wir hier super nice Lippenstift. Und ich muss immer mal wieder mit unserem Manager telefonieren. Und das hier ist ein Schokoladenhandy. Also ich mach mal meine Gitarre voll mit Süßigkeiten. Okay, und ich check mal dieses Handy aus, wie das wirklich aussieht. Es sieht aus wie so ein altes iPhone einfach. Und man sieht, wir haben hier sogar gerade Wi-Fi-Verbindung und sogar relativ viel Akku. Und auf dem Schokoladenhandy ist es 11.57 Uhr. Das sieht total echt aus. Ja. Yeah. So, was wir auch noch machen müssen, ist Toni ihre Kopfhörer aufziehen. Ah, damit ja, man wirklich denkt, dass du eine Drummerin bist. Oh, nee, wow. Nicht eine Drummerin, so. Eine richtig nice Gitarristin. Leute, ich kann gar nichts mehr sehen mit den Haaren in meinem Gesicht. Aber das ist nicht schlimm. Wir müssen nur die Süßigkeiten reinbekommen. So, und da habe ich jetzt noch eine Idee. Damit das Kabel etwas cooler aussieht, nehmen wir uns hier so ein paar von diesen Schnüren. Ah, oh. So, da nehmen wir jetzt einfach solche Schnüre dran und die wickeln wir dann wie so ein cooles Band einfach das Ding hier herum. So, und damit hast du dann so einen coolen, lässigen Look hier um dein Kabel und dann sieht es so aus, als ob du so eine richtige Musikerin bist, ne? Wow. So. So, meine Schnur ist fertig. Würde ich mal sagen, ne? Let's rock! Unser Handy mitnehmen, hier das Tourtelefon und jetzt können wir eigentlich schon auf unser Konzert gehen. Oh yeah! Ja genau, richtig. Der Auftritt heute. Ja, wir sind auf jeden Fall am Start. Klar, das ist doch gar kein Ding. Wir sind schon an der Tür. Wir sind gleich drin, ja? Oh, hi. Wir sind die Band, wir wollen da rein. Genau, wir sind Liveband für den Film Nemo. Okay. Ja, genau. Seit wann hat der Film Liveband? Also, kennen Sie den Intro-Song von dem Film? Den spielen wir. Das hier ist die beste Gitarristin auf der gesamten Welt. Zieh das rein, Mann! Okay. Ja, genau. Und wir wollen da jetzt reingehen und auf jeden Fall eine Runde... Was? Es muss jetzt gleich losgehen? Ja, wir werden hier gerade aufgehalten vom Türsteher. Alles gut, alles gut. Wir machen ihm Stress? Okay, okay, er lässt uns schon durch. Alles okay. Gut. Okay, alles sehr klar. Sehr gut, Mann. Danke, Mann. Ich würde es gerne auch hören. Ich geh mal. Also, ich habe das Gefühl, es gibt eigentlich fast gar keine Möglichkeit. Oh, um hier nicht zu bestehen. Also jetzt haben wir einfach unsere gesamten Instrumente voll mit irgendwelchen Süßigkeiten. Das ist so cool. Kinderleicht einfach. Wolltet ihr nicht was auftreten? Oh
Mist, der ist reingekommen, Mann. Alter, ich glaube, wir müssen jetzt was vorspielen. Auf geht's, geht auf die Bühne und spielt was vor! Alter, oh, Mann! Mist. Oh Gott. Okay, Toni, du kannst doch spielen. Du kannst doch spielen. Okay, Mann. Du hast gesagt, du kannst es. Na dann, ich will mal was hören. Okay, alles klar. Okay, Mann, Showtime, würde ich sagen. Also immer so, wie wir es geübt haben, okay? Wie wir es immer üben als Band. Genau, wir sind nämlich eine Band. Eine Band. Oh mein Gott, okay. Okay, alles dann 3, 2, 1, los! In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps. You die! Yeah! Woo! Yeah! Du kannst auf jeden Fall singen, aber deine Gitarristin ist nicht die beste Gitarristin der Welt. Ich habe krasse Skills, schau dir das an. Ja, haben Sie das gesehen? Hier, schauen Sie mal, das ist eine richtig coole Gitarre. Die ist nicht mal gestimmt. Die ist gestimmt, die ist nach Rock'n'Roll. Die hört sich sehr kaputt an. Ach so, ja. Oh mein Gott, ich glaube, wir haben noch einen anderen Auftritt dort hinten. Wir müssen schnell weg! Wir müssen... Hey! Geschenke sind immer der beste Weg, um Leute einfach glücklich zu machen. Und es ist ein noch besserer Weg, um Süßigkeiten zu verstecken. Mhm, und zwar jetzt können wir noch mal wirklich alle Süßigkeiten reinbringen. Wenn wir das ganze Ding voll haben, packen wir einfach ein paar Geschenke oben drüber und sagen dem Wärter, dass wir der Weihnachtsmann sind. Und natürlich der Wichtel. Okay, ich glaube jetzt. Okay, so. Ist echt alles. Ach, die letzten Münzen. Alles klärchen. Gut, damit hätten wir jetzt einen guten vollen Sack. Den kannst du uns tragen. Oh, voller Geschenke. Und niemand wird jemals herausfinden, dass da eigentlich nur Süßigkeiten drin sind. Let's go! Ho, ho, ho! Ho, 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 ho. Ich in meinen Kleider. Ich bin der Weihnachtsmann. Und ich bin der Weihnachtself. Der Weihnachtsmann? Ja, genau. Aber... Wo ist dein Bart? Das ist der moderne Weihnachtsmann. Der ist jetzt rasiert in 2023. Genau, richtig. Der neue Weihnachtsmann von 2023. Der hat angefangen, sich zu rasieren und deswegen sieht er so aus wie ich. Ich hätte dir auch was abgegeben. Nein, ist kein Problem. Das Einzige, was du dem Weihnachtsmann gerade schenken kannst, ist einen kostenlosen Eintritt. Wir müssen nämlich noch ein paar Geschenke da drinnen verteilen. Sie haben nämlich da drinnen Zuschauer. Die müssen wir mit Geschenken verteilen. Schauen Sie mal. Ich kann Ihnen mal zeigen, was wir hier drin haben. Das hier sind alles Geschenke. Ne? Sehen Sie das? Wow! Du bist der echte Weihnachtsmann. Natürlich ist das der echte Weihnachtsmann. Na klar, deswegen, wir lügen doch nicht. Ich dachte, es wäre aber schnell noch ein paar Kindern, die wir Weihnachtsgeschenke haben. Ja. Okay, alles klar. Gut, wir sind dann gleich wieder da, okay? Aha. Aber wenn das der Weihnachtsmann ist, dann muss ich schnell meine Wunschliste holen. Ho, ho, ho. Ah, perfekt. Jetzt haben wir wirklich alle drin, Mann. Alter, schau dir das an. Also, ein Geschenk für dich. Oh. Und mega viele Süßigkeiten für mich. Oh nein, gib mal einen Tipp. Hier. Oh mein Gott. Okay, Leute. Ich würde mal sagen, das ist auf jeden Fall jetzt hier die Folge. Lieber Weihnachtsmann, ich habe auch meine Wunschliste dabei. Schau mal. Ich hätte gern... Ein Toaster. Okay. Aha. Ein neues Auto. Mhm. Dr. Auge XL. Der ganz große. So, der ist so groß. Mhm. Ja. Dann ein Dr. Auge Eis. Oh ja, ich glaube, wir müssen jetzt hier abbrechen. Ein Dr. Auge Pullover. Falls es euch gefallen hat mit diesem Video, dann schreibt mir doch gerne einen netten Kommentar und gebt doch gerne mal ein Like drauf. Ein Rasierer, damit ich auch so cool sein kann wie du. Okay, alles klar, wir sehen uns, Leute. Okay, wir müssen jetzt gehen. Ah, wir kommen gleich, okay, wieder. Wir holen all dein Zeug. Wir holen noch kurz die Geschenke. Also wir Ciao. Sind gleich wieder da. Aber ich hab noch, schauen Sie mal, ich hab doch, du hast meinen Zettel.